Ein Teil der Jünger hatte das Verhältnis zwischen Jesus und dem Vater noch nicht verinnerlicht. Sie unterschieden zwischen Gott und Jesus. Oder vielmehr, sie unterschieden zwischen dem Vater und Jesus, dem Sohn. Wir sehen das hier im Vers 8 bei Philippus. Er spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns, nachdem der Herr gesagt hat: Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, das ist das ganz normale Menschliche, auch das Beschränkte, was in unserem Denken oft vorhanden ist. Wir sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir sehen etwas und es ist so deutlich eigentlich vor unserem inneren Auge, oder beim Beispiel des Waldes zu bleiben, vor unserem tatsächlichen Auge, aber wir sehen es nicht. Es macht nicht Klick. Und vielleicht war das auch hier bei den Jüngern der Fall. Obwohl Philippus die ganze Zeit bei dem Sohn war, bei Jesus Christus war, und obwohl Jesus in seinen Predigten, in seinen Bibelunterweisungen an die Jünger eigentlich permanent davon sprach, dass er selbst Gott ist, ist es noch nicht in das Herz des Philippus gesackt. Das ganze Johannesevangelium zum Beispiel ist voll von dieser Wahrheit. Es beschreibt Jesus Christus als Gott. Und genau das war auch der Grund, warum die Juden Jesus töten wollten. Das war der Hauptgrund. In Johannes 5, Vers 17 steht: Jesus aber antwortete den Juden: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Und dann kommt das: Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Das war das, wo der Herr überhaupt kein Hehl draus gemacht hat. Er kam in das Seine, alles gehörte ihm, er war der menschgewordene, fleischgewordene Gott. Ist er immer noch. Und diese Wahrheit hat er nie hinter den Berg gehalten, das hat er im ganzen Johannesevangelium zum Beispiel überall verkündet, gepredigt. Und das war ein Gegenstand, warum der Hass der Juden auf den Messias wuchs, weil sie das als Gotteslästerung aufgefasst haben. Und in Johannes 10 steht in Vers 30 ein ganz kurzer Vers, eigentlich einer der kürzesten Verse im Neuen Testament, aber der ist so aussagekräftig, da steht nämlich in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Deutlicher kann man es nicht sagen. Und wenn ihr mal die Zeugen Jehovas an der Tür habt oder mit denen redet, dann sind das immer so Verse, die kommen dort. Ja, oder die man auch selber bringen kann, falls sie nicht schon gelesen werden von denen. Und die versuchen dir dann irgendwas einzureden, was dieser Vers doch bedeutet. Die versuchen den also so hintenrum und besonders auf das Wort eins gehen sie ein. Ja? Ich und der Vater sind eins. Und dann wollen sie dir weismachen, dieses eins bedeutet, ja, die haben halt eine Meinung und so weiter. Und die sind im Sinne eins, im Sinne von gleichgesinnt. Gleichgesinnt, ja, können wir ja auch sein. Wir sind nicht eine Person, aber wir können durchaus eins sein in der Gleichgesinntheit. Wir haben die gleichen Vorstellungen, wie man Leute erreicht, mit dem Evangelium und so weiter, und dann machen wir uns eins und machen das zusammen. So kommen die dann, mit so einer Argumentation. Aber wenn man dann mal nachschaut, was das hier wirklich aussagt, dieses Wort eins, was hier steht, dann sieht das schon ganz anders aus. Hier steht nämlich für eins ein Wort, das bedeutet Wesensgleichheit. Und damit streichst du alle Argumente durch, die dir einreden wollen, Jesus Christus ist nicht Gott. Mit einem Wort nur streichst du das durch. Jesus ist wesensgleich mit dem Vater. Jesus ist Gott. Und das erklärt er im Johannesevangelium. Und unser Vers 10a in unserem Kapitel 14 drückt das gleich aus. Da steht: Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Glaubst du das nicht, Philippus? Ich und der Vater sind eins. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir, sagt Jesus. Das heißt also, die Juden fragten Jesus: Wer bist du? Was ist deine Identität? Fragten die Juden Jesus.
Und die Antwort von Jesus war immer die gleiche: Ich bin Gott. Und das war, wie gesagt, der Grund, warum sie ihn hassten. Weil sie erwarteten einen Messias in Kraft, nicht einen Messias in Niedrigkeit. Ich bin Gott, das ist die Identität von Jesus Christus. Und das bedeutet jetzt nach unserem Abschnitt hier dreierlei. Erstens, die Verse 7 und 9. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Das steht hier da. Vers 7, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr meinen Vater erkennen. Vers 9 am Ende. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist das Erste, die erste Wahrheit, die sich daraus ergibt, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und das ist wichtig für uns, weil uns manchmal der Vater so fern scheint im Himmel. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, wer Jesus sieht in den Evangelien, sieht den Vater. Das ist die erste Wahrheit. Und zweitens, Vers 10b, wer Jesus reden hört, hört den Vater reden. Steht ja da, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus sprach, sprach der Vater. Das ist faszinierend. Faszinierend. Jesus sprach, werde gereinigt oder sei wieder sehend. Das war der Vater, der gesprochen hat durch den Sohn. Beide haben das gleichzeitig gesprochen. Es wurde im Himmel gesprochen vom Vater durch den Sohn auf der Erde. Das ist faszinierend, wenn man von diesem Blickwinkel an das Leben des Herrn Jesus herangeht. Und die dritte Wahrheit, die sich daraus ergibt, lesen wir in Kapitel 5, Johannes 5, Vers 19 bis 21. Dort steht, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Mit anderen Worten, wer das Handeln von Jesus sah und jetzt sieht in den Evangelien, sieht das Handeln des Vaters. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus Lazarus rief, komm heraus, rief es der Vater im Himmel, Lazarus, komm heraus. Und ich glaube, dieser Gedanke, diese Wahrheit ist eine ganz große und enorme Hilfe für unser Verständnis über unseren Vater im Himmel. Willst du deinen Vater im Himmel kennenlernen, dann studiere die Person des Herrn Jesus im Neuen Testament und du siehst ihn. Exakt das, was er gesagt hat, exakt das, was er getan hat, hat der Vater im Himmel getan. Und jetzt verstehen wir auch unter diesem Blickwinkel, dass es immer um Jesus gehen muss. Weil er und der Vater eins sind. Er ist der offenbarte Sohn, der auf die Erde kam. Es geht immer um ihn. Es geht immer um Jesus Christus. Immer. Thank you.